Hallo, wir spielen heute wieder Anno 2070 und zwar wieder die Kampagne, das erste Kapitel. Ja, und wir spielen die Mission 2. Jetzt können Sie sich endlich einmal... Und es geht los. Nein, das darf nicht. Der Staudamm! Das Wasser überflutet die gesamte Anlage! Der Zwei-Jahres-Plan, das ist mein Ende! Du wolltest ja nicht hören. Keine Turbine einbauen. Das war böse. Was geht hier vor, Strindberg? Sie sagten, Sie hätten die Sache im Griff. Los! Stehen Sie hier nicht herum! Unternehmen Sie etwas! Ja, ne, die protestieren auch schon. Ich kann das erklären, Mr. Ford. Das alles... Das ist nicht meine Schuld. Aber ich werde die Sache selbstverständlich in Ordnung bringen. Aha. Natürlich. Alles klar. Mission 2. Anlage 13 muss so schnell wie möglich evakuiert werden. Am besten gehen Sie nach dem Global Trust Notfallprotokoll vor. Okay. Sie haben Mr. Thorn gehört. Wir müssen die Überlebenden schnell in Sicherheit bringen. Gut. Also. Ach so, okay. Wir müssen Schiffbrüchige bergen. Gut, während der das bergt. Weil hier ist unsere Bilanz und die geht gerade runter. Das finde ich nicht so schön. Und da werden dann erstmal ein paar schöne Häuser gebaut. Das ist nämlich ziemlich schön. So, zack. Hier noch ein paar kleine liebe Häuser. So. Gut. Das. Zack. Das nächste. Genau. Uns geht's prima. Das finde ich gut. Wenn es euch prima geht, geht's mir auch gut. Beziehungsweise extrem gut. So, dann kommen jetzt mal die nassen armen Sie Menschen. Sie wollen mir da damit rein. Imponieren, habe ich recht. Zielvorgaben erreicht. Ich gratuliere. Wieso? Ach so, hätten wir einen Flüchtling. Naja, keine Ahnung. Egal. Die Global Trust Archen sind für alle möglichen Notfälle ausgerüstet. Ich habe Sandsäcke an Bord. Sichern Sie damit die Bestände in den Warendepots. Okay, dann fahren wir mal dahin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie. Dasselbe wollte ich auch gerade vorschlagen. Hier sind die Koordinaten der wichtigsten Warendepots. Du bist mal ganz still. Mann, oh Mann, oh Mann. Genau, noch ein Hinweis mit Y und X dreht man, also wenn man die normalen Einstellungen natürlich hat, dreht man die Karte und mit X halt eben in die andere Richtung. Gut, machen wir das einmal. So, was passiert? Die große Frage, es werden Sandsäcke gebaut. Ich spule mal vor, dann geht das alles ein bisschen schneller. Zack, Sandsäcke gebaut. Sehr schön. So, helfen wir mal den nächsten Leuten. Zack. Und auch da wird vorgespult. Das sieht alles sehr schön aus. Und jetzt gehen wir zum letzten. Ich habe einen Teil der Waren gesichert, aber dort dringt auch schon Wasser ein. Wir müssen sie auf ihre Insel bringen. Okay. Gut. Also schön alle Anlagen gesichert. Mann, oh Mann, ey. Hier sind sie immer noch am Protestieren. Okay, dann holen wir uns mal das, was er auch immer uns geben will. Gucken wir mal. Ah,
Was ist es? Jetzt können sie sich endlich einmal nützlich machen. Hm. Na, keine Ahnung, hat er vielleicht verloren. Der arme Junge. Kann ja mal passieren. Genau, und wieder zum Karten ausrichten. Einfach hier unten auf diesen Pfeil klicken. Das war auch das einzig Sinnvolle, was sie tun konnten. Ja, und du kannst nichts Sinnvolles machen. Ihre Evakuierungsmaßnahmen greifen. Sehr gut. Ingenieur Peterson hat sich übrigens bei mir gemeldet. Er betreibt Schadensbegrenzung am Staudamm. Okay. Berechne Wiederaufbaumaßnahmen für Anlage 13. Ansiedlung von Tycoon-Angestellten empfohlen. Oh, okay. Genau, weil in Anno ist es halt eben so, die Bewohner können dann aufsteigen und dann kann man halt mehr Sachen bauen, andere Sachen bauen, bessere Sachen bauen. Und dafür muss man erstmal solche Sachen bauen. Also bauen. Ja, können wir alles hier nicht bauen. So, bauen das hier hin. Genau, so reicht, glaube ich, ein Kraftwerk. Zack. Achtung! So. Warenproduktion gestoppt. Ursache? Keine Farmfelder vorhanden. Ach, Warenproduktion was? Nicht möglich. Wieso? Insel verfügt nicht über die benötigte Fruchtbarkeit. Ach so, ich okay. Bedauere. Weil manche, es gibt halt eben hier oben ist die Fruchtbarkeitsanlage. Die Firma hat immer ein gewisses Warenkontingent vor Ort. Mhm. Und man bräuchte hier halt eben diese Saatgut. Die hat aber glücklicherweise... Achso, da kommt er schon. Mit der Saatgut. Ein lieber Junge. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg... Sie wissen, was man... Genau. Und dann kann man halt ihm hier diese neue Saatgut Fruchtbarkeit aktivieren. Verfügbar. Kann hier. Und dann können ich die gratuliere F4. Zu so viel Weitblick. Ja, schön. Na, hier bleiben keine wir spüren schon vor. Analysiere Bedürfnisse von Tycoon-Angestellten. Und da... Öffentliches Gebäude des Typs Casino Flatschen. Bevorzugt. Okay. Unsere lieben Männchen möchten natürlich auch ein Casino, weil irgendwas wollen die ja spielen. Verständlich. Noch was mit Punkt und Komma kann man registriere demografische auch Veränderungen innerhalb der Bevölkerung. Gut, sperren wir das mal. Hier fehlt es uns an nichts. Weil, wenn wir das halt eben sperren, kann man hier halt eben, wenn die halt eben aufsteigen wollen, kommen hier halt eben so Pfeilchen hoch und dann kommt hier. Kann man die halt eben aufrüsten. Registriere Warenengpässe. Dann mal kommen. Schaffung. Was ist denn los? Okay. Da, okay. Ich muss mal so. Bestätige. Rohstoffvorkommen zur Werkzeugproduktion ab sofort zugänglich. Alles klar. So. Warnung. Mehr Baumaterial benötigt. Genau, so. Man braucht halt eben, zum einen braucht man halt eben hier Bauzellen, zum anderen braucht man halt eben Werkzeug. Und Werkzeug muss man halt eben bauen. Deswegen bauen wir hier mal eine Straße, damit das alles ganz schön verbunden ist. Bauen wir da mal so eins ran. Davon. Also ich baue immer eine, aber ich meine, die wollen, dass wir zwei bauen. Werkzeugproduktion genau. Vollständig. Also ich persönlich baue immer eine, damit zugegeben. Die keine schlechte Leistung. Immer aber diese Angelegenheit ungefähr, ist auch noch nicht geregelt. Weil halt eben das hier produziert halt eben diese produziert Eisen. Das braucht halt eben Eisen und ich mache meistens immer eine so taktisch, weil wenn ihr halt eben beide immer wenn ich zwei habe, habe ich meistens auch zwei Eisenschmelzen. Okay, hier brauchen wir es vielleicht jetzt nicht, aber halt eben später, wenn man halt eben noch mehr davon braucht. Hier? Genau. Ja, und halt eben, wie ich schon gesagt habe, hier sind also Pfeile. Oder man kann einfach auch U drücken. Dann geht das auch. Genau. Okay, aber diese Pfeife Strindberg oder wie auch immer er heißt, ich kann es mir nicht merken. Der möchte, meine ich, so wie ich es verstanden habe, möchte er 15 Werkzeuge. Genau, und dann
Geben wir ihm mal 15 Werkzeug. Oh, was ist hier? Kann man das einsammeln? Ich will mal gucken. Oh ja, das kann man einsammeln. Cool. Dann werfen wir das mal kurz über Bord und sammeln das mal ein. Mal gucken, was das ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Cool, da kann man auch was einsammeln. Was ist denn das? Scheint ja nichts. Das ist auch nichts. Anscheinend ist das alles nichts. Gut, holen wir uns mal wieder unser schönes Werkzeug. Naja, okay. Warnung. Produktion gestoppt. Dann reparieren wir mal schön den Stauder. Schön vor. Werkzeug! Erfolg auf ganz. Sie leisten wirklich groß. Gut, wir haben mal wieder große Arbeit geleistet. Und habe wo sich Strindberg hinter Ausreden und Anschuldigungen versteckt, reagieren Sie schnell und bewahren einen kühlen Kopf. Ja, Klammer. Global Trust wird das nicht vergessen. Weil wir die Babos sind, Junge. Tja. Das ist allein Petersons Schuld. Er hat die Turbine falsch eingebaut. Ja, aber ich musste mich um diesen Neuling kümmern, den Sie mir geschickt haben. Hallo? Wir haben es ja besser hingekriegt als du. Also wirklich so ein besser Junge. Ich kenne die Fakten, Strindberg. Sie hatten die Verantwortung. Der Vorstand wird auf ihrer Versetzung bestehen. Ein Glück, dass ich bereits Ersatz für die Leitung von Anlage 13 habe. Mann, ey. Sie suspendieren mich. Wegen eines einzigen Fehlers. Aber ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Und eines Tages revanchiere ich mich dafür. Mann, oh Mann, was ist denn sein Problem? Böser Junge. Naja, okay, dann haben wir diese Mission geschafft, würde ich sagen, oder? Ja. Alles klar, weiter. Missionsübersicht. Gut, und ich würde sagen, das wär's dann wieder mit unserer Folge von Anno 2070. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.